Es gibt Neuigkeiten von der Milchstraße und von Zwerggalaxien. Es könnte sein, wir wissen, was die dunkle Materie ist. Hätte ich nicht gedacht, ihr wahrscheinlich auch nicht. Dunkle Materie, das ist einer der dunklen Kapitel der Astronomie, denn man weiß zwar, dass sie da ist, dass sie da sein muss, dass es also eine Wirkung gibt, die man messen kann, aber man weiß nicht, was es ist. Hier nochmal für alle diejenigen, die sich nicht tagtäglich mit der dunklen Materie auseinandersetzen. Es gibt Bewegungsmuster der leuchtenden Materie, das ist das Zeug wie ihr und ich, also Elektronen, Protonen und Neutronen. Die kann man überhaupt nur verstehen, die Bewegungsmuster, wenn da draußen noch was ist, das nicht strahlt, aber schwer ist. Typisches Beispiel ist die Rotationskurve einer Galaxie wie unserer Milchstraße. Normalerweise, wenn man also weit genug von der Galaxie weg ist, dann sollte diese Kurve, also die Geschwindigkeit, mit der sich etwas um das Zentrum dreht, die sollte mit dem Radius allmählich abnehmen. Das nennt man Kepler-Rotation für alle diejenigen, die bei einer Suchmaschine, deren Name nicht genannt werden muss, nochmal nachgucken wollen. Kepler-Rotation. Das ist das, was man erwartet, wenn man eine dominante Gravitationsquelle hat. Und das, was sich um diese dominante Gravitationsquelle bewegt, ist sozusagen nur eine Testmasse. Und das ist natürlich eine Gaswolke zum Beispiel, die weit genug vom Zentrum einer Galaxie entfernt ist. Die sollte also mit ihrer Rotationsgeschwindigkeit, je weiter sie von der Galaxie entfernt ist, immer langsamer werden. Und was misst man? Genau das Gegenteil. Sie wird überhaupt nicht langsamer. Die Rotationsgeschwindigkeit bleibt ab einem bestimmten Radius, auf einem hohen Niveau. Das ist überhaupt nur verständlich, diese Art von hoher Rotationsgeschwindigkeit, wenn etwas die Materie, beschleunigt, es muss sich um ein Halo, nennen die Astronomen das, handeln, also um eine Atmosphäre aus Materie, die überhaupt nicht sichtbar ist, die vor allen Dingen eines auch nicht tut, nämlich Strahlung zu absorbieren. Könnte ja Staub sein zum Beispiel. Also ganz fein verteilter Staub, und der würde quasi mit seiner Masse dann noch die leuchtende Materie beschleunigen, ist aber nicht. Na, ist kein Staub. Man kann praktisch die Galaxie so sehen, man kann sogar sehr weit entfernte Galaxien so sehen, wie sie sind. Das ist offenbar eine Form von Materie, die in keiner Weise elektromagnetisch wechselwirkt. Also weder die Strahlung absorbiert noch emittiert. Und das ist die dunkle Materie. Ich will noch ein anderes Beispiel nennen, um dann wirklich zu großer Form aufzulaufen. Das ist das heiße Gas um Galaxien herum. Heißes Gas ist natürlich heißes Gas, genau. Und heißes Gas hat die Tendenz eigentlich zu verschwinden. Wenn man so mal dran denkt, also man kocht Wasser auf dem Herd, dann merkt man ja, wie der Dampf allmählich sich verdünnisiert. Tatsächlich. Denn Temperatur hat was mit kinetischer, also mit Bewegungsenergie zu tun. Und eigentlich müsste das heiße Gas um große Galaxien schon längst verschwunden sein. Denn das heiße Gas ist so heiß, dass es einfach so schnell ist, dass es eigentlich schon längst hätte weg sein müssen. Aber es ist nicht weg. Und woran liegt das? Es liegt daran, weil das Gravitationspotential nicht nur durch die leuchtende Materie gemacht wird, sondern vor allem durch die dunkle Materie. Die drückt so tief, jetzt mal für alle Spezialisten der allgemeinen Relativitätstheorie, in die Raumzeit, dass das heiße Gas nicht rauskommt. Schlussendlich, wir wissen, dass es dunkle Materie gibt, und am allerdeutlichsten natürlich durch die Gravitationslinsenwirkung der dunklen Materie. Ja, es ist nämlich so, dass die Anwesenheit von Masse ja die Lichtwege verbiegt. Auch wieder für alle diejenigen, die sich in der allgemeinen Relativitätstheorie auskennen, die wissen das natürlich. Das ist ja die allgemeine Relativitätstheorie, dass die Anwesenheit von Massen die Geometrie verändert, und auf der Oberfläche dieser Raumzeit, da bewegt sich ja nun mal das Licht. Wenn also dunkle Materie da sein sollte, dann müssen sich die Lichtwege ja verbiegen. Es müsste zur Gravitationslinsenwirkung kommen. Und das tut es schon lange. Es ist heute sogar so, dass man aus der Verteilung der Gravitationslinsen am Himmel, also der verbogenen Bilder von Galaxien, auf die Verteilung der dunklen Materie schließen kann. Wir wissen also unheimlich viel über dunkle Materie. Nur eins wissen wir nicht. Aus was besteht sie? Wir wissen, es muss sich um kalte, dunkle Materie handeln. Kalt heißt, die Teilchen, aus denen sie besteht, die müssen schwer sein. Denn schwere Teilchen, wie alle wissen, die sich mit der Relativitätstheorie auskennen, und das sind ja wahrscheinlich inzwischen alle, ja, also Teilchen, die eine Masse haben, die können sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und alles, was kleiner ist als Lichtgeschwindigkeit, das kann man quasi als kalt bezeichnen.
Wenn sich ein Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit bewegen sollte oder nah dran, dann wäre das heiße dunkle Materie. Warum kalt? Nun, nur kalte dunkle Materie kann so klumpen, kann sich also so zusammenfinden unter der Gravitationswechselwirkung, die sie ja haben darf. Sie darf ja nur keine elektromagnetische Wechselwirkung haben. Also unter ihrer eigenen Schwerkraft darf sie kollabieren. Und damit sie jetzt also auch kleine Gravitationspotenziale erzeugt. Warum? Ja, weil es Zwerggalaxien gibt. Zwerggalaxien sind Galaxien, die sind kleiner als normale Galaxien. Deswegen heißen sie Zwerggalaxien. Also damit man solche kleinen Galaxien hinbringt, muss die dunkle Materie sich verdichten können. Sie muss sich zusammenfinden können. Das könnte sie nicht, wenn sie unheimlich hohe Geschwindigkeiten hätte. Unheimlich hohe Geschwindigkeiten brauchen wir für Galaxienhaufen, für große Gravitationen. Aber hier, bei den Zwerggalaxien, da sieht es ganz anders aus. Und ausgerechnet in der Zwerggalaxie und in unserer Milchstraße hat sich doch jetzt seit jüngstem die Indiz, also sagen wir mal, die Hinweise verstärkt, es könnte tatsächlich das Teilchen gefunden sein, aus dem die kalte, dunkle Materie besteht. Das sind die sogenannten, ich sag das jetzt mal, Neutralinos. Ich meine, Neutrinos kennt man ja schon aus unserer Welt, aus unserer normalen Welt. Das sind ja relativ leichte Teilchen, die entstehen bei so Kernreaktionen, zum Beispiel in der Sonne. Wie ich immer gerne sage, durch meinen Daumennagel fliegen pro Sekunde so viele Neutrinos von der Sonne, wie die Milchstraße Sterne hat, also knapp 100 Milliarden. Nee, bei den Neutralinos, da geht es um Teilchen, die kommen aus einer ganz anderen Ära des Kosmos. Damals, man schrieb eine Trillionstel Sekunde. Damals entstanden die Neutralinos. In einer ganz frühen Phase im Kosmos, als die Symmetrie, die Gleichheit im frühen Kosmos noch so hoch war, dass man noch nicht mal zwischen Materieteilchen und Kraftteilchen unterscheiden konnte. Das können wir heute. Es gibt vier Kräfte und zu diesen vier Kräften gehören vier Kraftvermittler. Eins davon ist das Photon. Ein anderes sind die Teilchen, die starke Kraft in einem Atomkern miteinander vermitteln. Aber vor allem gibt es die Teilchen, aus denen die Materie besteht. Und die Neutralinos stammen aus einer Zeit, als man nicht zwischen Fermionen, das sind die Teilchen, aus denen die Materie besteht, und Bosonen, das sind die Teilchen, die Kräfte vermitteln, unterscheiden konnte. Das nennt man in der Theorie Supersymmetrie, ganz am Anfang im Kosmos. Und als dann das Universum langsam kälter wurde, da werden die Neutralinos quasi wie so Schneekristalle aus der kosmischen Entwicklung herausgefallen. Und diese Neutralinos, die wären die idealen Kandidaten, laut der Theorie, für die dunkle Materie, für die kalte dunkle Materie. Sie wären ungefähr 100, möglicherweise 200 mal schwerer als Protonen. Und sie wären ihre eigenen Antiteilchen und könnten sich vernichten. Wenn sie sich denn vernichten würden, würde dabei was entstehen? Wie natürlich alle Kenner der Quantenelektrodynamik und der Relativitätstheorie wissen, wenn Teilchen sich miteinander vernichten, dann entsteht Gammastrahlung. Und da sind wir bei den heutigen Beobachtungen. Es gibt einen Überschuss an Gammastrahlung in der Milchstraße und einen Überschuss an Gammastrahlung in einer Zwerggalaxie und einen Überschuss an Gammastrahlung in einem Spektrometer auf der Internationalen Raumstation. Alle drei zusammen deuten nun folgendes Szenario an, dass tatsächlich Neutralinos sich zu einem erheblichen Teil, wie es so schön heißt, annihilieren, das ist nichts Unanständiges, also sie vernichten sich, dabei entsteht Gammastrahlung. Und woher man das weiß? Nun, man summiert gewissermaßen zusammen, welche Gamma-Quellen kennen wir denn in der Milchstraße? Gibt es ja einige. Da gibt es die Supernova-Überreste, dann gibt es die Neutronensterne. Also das sind ja Sternleichen, die vor allen Dingen Gammastrahlung erzeugen. Es gibt auch schwarze Löcher, die Gammastrahlung erzeugen. Das heißt, man kennt diese ganzen Punktquellen. Wenn man sie dann aufaddiert, stellt man fest, wir beobachten in der Milchstraße zu viel Gammastrahlung. Und jetzt könnte man sagen, naja, vielleicht hat man die eine oder andere Population oder so Bevölkerung von Neutronensternen noch nicht entdeckt. Deswegen schauen wir in Zwerggalaxien. Und da ist es besonders interessant, weil da gibt es gar nicht so viele Neutronensterne. Und dort findet man inzwischen auch einen Überschuss an Gammastrahlung. Und das zusammen mit dem Messergebnis auf der International Space Station könnte bedeuten, dass wir hinterher sagen können, wir sind dabei gewesen, als damals die Neutralinos, die Teilchen, aus denen die dunkle Materie besteht, aufbauen. Das wäre ein echter Durchbruch. Verdichten sich also die Hinweise, dass wir dieses Rätsel der dunklen Seite des Universums
tatsächlich auflösen. Das finde ich toll, muss ich ehrlich sagen. Wow.